Hallo, liebe DC-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Assassin's Creed Mirage. Wir machen weiter mit der Mission hier. Upp, so. Und zwar geht's jetzt hier hin. Der Raubvogel und der Dämon. Finde die Ordensmitglieder. Sich im Nadine der Befehlshaber treffen. Ist das so lustig? Ich bedarf deine Augen, Sadiki. Muss ja hochgehen. Warte hier, ne? Verschaffen wir uns einen Überblick. Okay. Da müssen wir irgendwie reinkommen. Immer dasselbe mit den hohen Tieren. Für sie gelten andere Regeln als für uns. Zum Bezahl für sein... Hörst du? Ach du Scheiße. Wir finden sie alle. Ja. Verdammt. Aber du kommst zurück. Und dann warte ich. Das wird kritisch, das wird lustig. Das wird lustig. Ist die Frage, was der da macht? Was siehst du, Enkidu? Weg hier, weg hier. Hm.
Ah ja. Oh, Vorsicht. Leihe mir deine Augen. Was geht da vor? Hey! Sehr gut. War knapp. Aber gut. Funktioniert. Merkwürdig. Hey, was? Gleich verstummst du. Was ist die Frage? Zeige mir alles. Nicht genug, dass sie einen eigenen Raum haben. Wir müssen ihn auch noch bewachen. Verstehe. Okay. Komm. Ja. Versperrt. Das muss der Raum der Befehlshaber sein. Ich brauche den Schlüssel. Vor uns kann sich nichts verstecken. Ein Balkon. Wo ist der Balkon? Da drüben. Okay. So, müssen wir rüber. Mm-hmm.
Okay, verstehe. Hey, Sie vertrauen mir den Schlüssel zu Ihrem Privatraum an. Das ist doch was, oder? Warte! Jetzt bezahlst du! Na, hab ich dich! Ich brauch die Hilfe! Ruhig. Die könnten auch noch lustig werden hier. Leite mich in Kido. Nein. So. Okay. Gut, das ist die Frage. Jetzt geht es da oben weiter wieder. Komm. Was siehst du, Sadiki? Ja. Müssen da rein, oder kann das sein? Nee, auf dem Balkon müssen wir. Hey, oh. Was ist da los? Da. Erzähl, komm, komm. Ach so. Okay. Mein Gott.
Wir müssen darüber. Den Schlüssel unten anbringen. Okay, verstehe. Der hier. Ah ja. Runter. Hast du die Frau gesehen, deren Mann wir geholt haben? Es wäre rechtens, sie zu deiner Sklavin zu machen. Oh, sieh mich nicht so an. Wir stehen in Allahs Gunst, Jasur. Oder soll nur der mächtige El-Madihwar solche Freuden genießen? Sprich seinen Namen nicht aus, nicht einmal hier. Von uns allen macht er mir am meisten Angst. Du weißt doch, wie er ist. Wenn er von meiner Vergangenheit erfährt und Fehler findet, wo kann ich dann hin? Anders als du besitze ich keine Schiffe, Nadir. Du warst vielleicht nicht immer ganz ehrlich. Aber du hast deine Treue mehrfach unter Beweis gestellt. Du hast kürzlich diese Aufständischen hingerichtet. Die Ausführung war noch kaltblütiger als sein Befehl. Vielleicht sollte er dich fürchten. Ich höre deine Stimme, doch deine Worte sind die des Scheitan persönlich. Scherze nicht. Ich will keinen Ärger, wenn er zurückkommt. Scheitan? Aus deinem Mund ist das das größte Lob. Es ist, wie ich sagte. Wir sind gesegnet und müssen nichts fürchten. Wo bleibt Doan? Er ist spät dran. Du sorgst dich zu sehr. Wie immer, Satiki. Und deshalb bist du nur Aruch und ich bin Ella Eshma. Bitte verzeiht, Strategen. Dohan bin Aslan wurde ermordet und wir fürchten, es gibt einen Eindringling. Wir müssen euch in Sicherheit bringen. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Dohan kommt nie zu spät. Die zwei gehören zum Orden und sie dienen einem Dritten namens El-Mardihwar. Doch jetzt muss ich einen Weg hier rausfinden. Mhm.
So. Sei meine Augen, Kido. Mal zurückklettern, geht es? Ja, gut. Wohin ist egal, oder was? Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier raus, wenn das geht. Hey, nieder mit dir! Das Vergnügen lässt das ist mein Wunsch! Ich sollte zurück zu Fulat. So. Puh, geklappt. So, müssen wir zurück. Und zwar gehen wir hier hin, würde ich sagen. Komm ich da rein? Da rein, okay. Gut. Durch das Fenster, so ist auch, nee. Komm ich nicht rein. Ach, hier. Du hast in viele Nester getreten. Überall sind Söldner wie wütende Wespen. Das erklärt, warum Beshi nicht da ist. Er meidet die Söldner. Ich hoffe, es war den ganzen Ärger wert. Ich fand heraus, dass zwei Befehlshaber für den Orden arbeiten. Und es gibt einen dritten. Ihren Anführer. Drei? Das erklärt den Einfluss des Ordens in Ashakia. Die ersten beiden heißen Arroch und Elaeshma. Den dritten nennen sie El-Mardichwar. Sie verstecken sich hinter großen Namen wie eingebildete Kinder. Halte ihre Eitelkeiten nicht für Kinderkram. Der Orden ist die wahre Macht hinter den Abbasiden. Hast du etwas entdeckt, das hilft, sie zu identifizieren? Ja. Der Mann namens Arroch wurde von seinem Gefährten Jassur genannt. Er verheimlicht seine Vergangenheit und lebt in Furcht deswegen. Jassur, ja. Das muss der arabische Stratege Jassur ibn Basil sein. Ich hörte von ihm. Ein Feigling, der die Siege anderer auf dem Schlachtfeld als seine eigenen ausgab. Er gibt sich viel Mühe, diese Vergangenheit zu verschleiern. Jassur hat eine Villa in Kassasale im Westen. Du könntest dort nach ihm suchen. Okay, nächster. Der Mann namens Elaeshma heißt in Wirklichkeit Nadir. Er befehligt Schiffe und ist nicht so ängstlich wie sein Gefährte. Eher hochmütig. Nadir.
Das muss Admiral Nadir ibn Hafid sein. Ein prahlerischer Narr, dem seine Schiffe wichtiger sind als seine Männer. Ah ja, der Admiral. Überheblich, aber auch ein Genie. Er entwarf einige neue Kriegsschiffe für den Kalifen. Wenn sie Nadir rekrutiert haben, ist der Einfluss des Ordens gewachsen. Du könntest im unteren Hafen im Norden nach ihm suchen. Und ihr Anführer El-Mardikhwar? Ich weiß nur, dass er nicht in Asharkia ist und bald zurückkehren soll. Dieser Name sagt mir nichts. Ich höre ihn zum ersten Mal. Wenn er ihr Anführer ist, hat er den Tod meiner Männer befohlen. Er ist es, den du finden musst. Ja, und auch aus anderen Gründen. Der beste Weg, ihn zu finden, ist über die anderen beiden. Finde diesen El-Mardikhwar, Basim, wie vereinbart. Ich warte auf Beshi. Ich danke dir für die Befreiung meiner Männer. Nimm diese Münze als Lohn. Mhm. Danke. Ich finde Jasur und Nadir und enttarne ihren Anführer. Sie werden nun vorsichtig sein, beschützt in ihren Festungen. Vielleicht musst du sie rauslocken. Lass Vorsicht walten, Basim. Diese Leute sind gefährlich. Das bin ich auch. So, pass auf, was hast du hier? Frieden, Sadiq. Schön, dich zu sehen. Habt ihr neue Werkzeuge für mich? Ich glaube, da sei mein Gast. Machen. Nee. War's das? Nein. Und verbessern? Wenn du das irgendwie besser machen kannst. Sieh dich um. Mhm. Da geht was. Ja, das will ich haben. So, okay. Genug gesehen? Ja. Ich danke für eure Hilfe. Bis bald. So, bevor wir weitermachen, kurz wieder Blick auf die Nachforschungskarte, Übersicht. So, das ist jetzt durch. Da sind jetzt zwei neue Sachen aufgepoppt. Okay. Lass mal kurz schauen. Ja, wir haben noch einiges zu tun, ne? Wie ihr seht, die Bücher, dann hier Ali Babas Tochter, das ist, glaube ich, ein extra Kapitel für sich. Ja, und dann die beiden hier, ne? So, ich würde aber jetzt gerne noch einen Fall machen. Und zwar, wo können wir denn hier... Hier. Wir werden den Fall hier machen. So, wo ist der Fall? Aufträge sind hier. Halt. Ja, hier oben, okay. Dann gehen wir da per Schnellreise hin. Lass deinen Blick schweifen. Da ist ja mein Ziel. Okay. Das ist der Ort.
So, schon den Hauptmann töten, ohne am besten gesehen zu werden, ne? Ja, genau so sieht's aus. Ja, wunderbar. Es wird nicht so viele Möglichkeiten geben, oder? Mal reinzukommen. Schauen wir mal, ob das hier geht. Upp, Vorsicht. Okay. Hier scheint es ein bisschen besser zu sein. Müssen hier rein. Die Frage ist nur wie. Wieder hoch. Ja, Vorsicht. Ich bedarf deiner Augen, Sadie. Ich sehe hier gar nichts mehr. Vergib mir, Enkidu. Ich habe dich Gefahr ausgesetzt. Okay. Hier ist eine Tür, da kommst du nicht rein. Okay, gut. Also, müssen wir schauen, dass wir anderweitig reinkommen. Okay. Nee. Du bist tot. Wir sehen. Schade, fast erwischt. Diesel weg. Schade. Gut, aber immerhin. So, wo ist das Plakat? Ja. Am besten bleibe ich im Schatten. Genau so. Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir eine Pause. Ist eh dunkel geworden hier gerade. Und was machst du hier? Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen da lassen, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann natürlich ein Abo. Ich werde ein bisschen meditieren jetzt und sage dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.